Dankeschön, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Bassisten haben es manchmal ja auch schwer. Wenn wir zum Beispiel nach Amsterdam oder nach Kopenhagen für ein Konzert fahren wollen, dann nehmen wir nicht das Flugzeug. In dem ist kein Platz für den Kontrabass. Nein, wir nehmen die Eisenbahn. Und zwar den Nachtzug. Es rattert und es quietscht die ganze Zeit. Wir spielen euch das mal vor mit unserem Eisenbahnstück Express 113. Wenn ihr die ganze Familie hören möchtet, dann hört jetzt genau zu, denn wir spielen euch eine Sinfonia des venezianischen Komponisten Claudio Monteverdi. Die ist um 1600 geschrieben, und zwar für die Konzerte der berühmten Kathedrale San Marco in Venedig. Die ist voll von Bildern und Mosaiken und großen Kuppeln, die 1000 Jahre alt sind. Und die Akustik ist fantastisch. Die ist fast so gut wie die hier in der Philharmonie. Thank you.
Nun, habt ihr endlich Lust bekommen, auch Kontrabass zu spielen? Ganz tolle Aufgaben hat der Kontrabass natürlich beim Jazz. Der berühmte Duke Ellington schrieb sogar ein Solo, das ihr hören müsst. Unser Solist, der Janosch, braucht dafür keinen Bogen. Nein, er braucht nur einen ganz starken Finger zum Zupfen der Töne. Das Zupfen nennt man in der musikalischen Sprache Pizzicato. Natürlich, Pizzicati sind was ganz Tolles auf dem Bass. Ähnlich wie auf der Gitarre. Der berühmte Paco de Lucia spielt mit seinem Quartett meistens die wunderschöne Musik Andalusiens. Wir sechs spielen jetzt für euch sein Stück Cepa Andaluza. Thank you.
Thank you.